Hallo zusammen, ich zeige euch heute meine Stadt. Der Meier. Wir sind beim Meier. Da halten wir jetzt auf jeden Fall mal an. Und gucken mal ins Schaufenster. Ja, sollen wir machen? Ja. Da habe ich mein erstes Mofa gekauft und mein zweites Motorrad übrigens. Ist ja hier Moto Lifestyle, ne? Da müssen wir über Fahrzeuge auch reden. Da gucken wir uns jetzt mal an. Also Leute, Hammer, hier hat sich hier gar nichts verändert. Wahnsinn. Also eigentlich ist schon zu, aber wir durften jetzt noch mal kurz hier rüber schwenken. Guck mal, hier sowas, ne? Das hier, das waren so die alten Schätzchen da oben. Vespa Ciao, richtig cool, richtig cool. Wie gesagt, hier war der Ursprung von allem, sehr cool. Und der Stefan ist auch da, da müssen wir jetzt kurz Hallo sagen. Hammer, bestimmt 30 Jahre nicht gesehen, krass. Wie gefällt's dir? Richtig schön. Schöner Laden, ne? Richtig cool. Das wusste ich gar nicht. Also so lange war ich schon nicht mehr hier, weil die war eigentlich immer da drin gestanden, ne? Sonst. Ja, ja, die genau. War eine Zeit lang drin und dann zurückgekauft. 15 Jahre war die hier. Ah. Ja. Hammer. Wahnsinn. So, cool. Sehr, sehr cool. Wie gesagt, Honda, Yamaha, Vespa, volles Programm. Wir bleiben da dran. Also, war richtig super. Wir fahren jetzt mal weiter in die City, oder? Wolltest du noch ein bisschen City sehen? Ja. Oh, ist das schön hier. Wahnsinn. So eine hatte meine Mutter. Ja, die blaue. Auch die blaue, genau, die Boxer. Und ich hatte hier so eine Ciao. Also so ziemlich so, ungefähr so eine. Auch witzig, oder? Echt, echt cool. Ich brauche wieder so ein Mofa. Freunde, wenn ihr so ein Mofa habt, schreibt mich gerne an. Hammer. Richtig cool. Mich hat es jetzt wirklich gefreut, dass ich hier einen Stefan auch nochmal gesehen habe. Hammer. Richtig gut. Ah, schön. Gucken Sie. Bevor es jetzt zu emotional wird, gehen wir einfach mal in die City. Und die ist auch richtig schön. Also jetzt haben wir mal den höchsten Punkt gesehen, dann gehen wir mal in die City. Ja, und wie gesagt, mit dieser Mofa-Zeit hat sich für mich halt in Richtung Punkto Mobilität echt einiges getan. Das war schon so der Masterplan, rauszukommen und von Aachen aus sind wir dann mit dem Mofa nach Holland gefahren. Da gibt es dann den Dreiländerpunkt, Dreiländereck, also Aachen, Niederlande und Belgien kommen da zusammen. Das ist im Endeffekt auch ein ähnlicher Punkt wie hier, ist natürlich etwas überlaufener. Ja, und das waren so die ersten Türchen mit dem Mofa, richtig cool. Wir fahren aber jetzt mit dem Auto in die Stadt. Ist eigentlich nicht zu empfehlen, aber ich weiß einen sehr guten Parkplatz, verrate ich aber nicht. So, um mal zu zeigen, wie groß der Aachener Dom ist, hier haben wir das mal ganz in kompakt. Das ist doch cool, oder? Ja, richtig süß. Jeder, der in Aachen ist, sollte unbedingt mal diese Printen probieren. Sehr lecker. Also wirklich in allen Geschmacksrichtungen. Meine Lieblingsprinte ist mit weißer Schokolade und Nüssen. Sehr lecker. Kalorien ohne Ende, ist aber nicht schlimm. Und wer shoppen möchte in Aachen, hier ist alles möglich. Oder? Du bist Shopping-Expertin? Ja. Ja? Hier gibt es auf jeden Fall okay, alles. Okay, wir schalten mal kurz ab. Ja, stick hoch. So viele Jahre sind vergangen. Wir sind schon durch mit unserer kleinen Aachenrunde. Ich sitze hier auf den Mülltonnen,
wie gesagt, vor Jahren war hier immer die Hölle los. Also teilweise haben die Kumpels hier gewartet und ich war noch in der Schule. Ja, Aachen hat natürlich mehr zu bieten wie das, was wir euch jetzt gezeigt haben. Wir haben Bielstein, ein super cooles Offroad-Gelände, 30 Kilometer entfernt. Wir haben Spa-Francorchamps, 50 Kilometer entfernt. Donnerstags ist, glaube ich, immer Supermoto da. Wir haben um die 100 Kilometer zu fahren bis zum Nürburgring, Nordschleife, Grand Prix-Strecke. Also diverse Motocross-Strecken. Man sieht, hier passiert was und vielleicht machen wir das nächste Mal zusammen eine Tour ab Standort hier, ab der Mülltonne und dann fahren wir mal alle zusammen eine Runde. Schreibt gerne auch wieder in die Kommentare rein, wie es euch gefallen hat. Anteilig natürlich war es ein bisschen schwach besetzt mit Fahrzeugen, aber im Großen und Ganzen, Aachen ist eine tolle Stadt. Aachen kriegt von mir ein Däumchen. Ich würde mich über ein Däumchen nach oben von euch freuen. Abonniert gerne kostenlos den Channel. Macht's mal gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.